Weißt du eigentlich, warum Werbung im Fernsehen, auf Plakaten und im Internet so aussieht, wie sie aussieht? Woher wissen Unternehmen, dass du Werbung unterhaltsam findest? Woher wissen Unternehmen, was du in Werbung spannend findest? Woher wissen Unternehmen, welche Hintergrundmusik dir gefällt? Und warum sind diese Fragen überhaupt für die Gestaltung der Werbung wichtig? Werbung kostet für Unternehmen viel Geld. Gleichzeitig sind wir mit Informationen überlastet. Deswegen ist es wichtig, dass Werbung nicht nur angesehen wird, sondern dass Werbung gerne angesehen wird. Die Gestaltung von guter Werbung ist ein komplexer Prozess. Zu diesem Prozess gehört auch die Analyse der Wirkung der Werbung. Es gibt viele Möglichkeiten, diese Werbewirkung zu messen. Entweder man fragt danach, zum Beispiel, gefällt dir diese Werbung? Oder man misst die Wirkung mit technischen Geräten. Dafür nutzen wir Emotional Tracking. Bei Emotional Tracking messen wir die Reaktionen des menschlichen Körpers. Zu diesen Reaktionen gehört das Blickverhalten, die Veränderung der Pupillengröße, die Pulsrate oder die Hautleitfähigkeit. Im Lab arbeiten wir mit verschiedenen Geräten, das heißt mit verschiedenen Methoden des Emotional Trackings. Dazu zählt unter anderem Eye Tracking. Beim Eye Tracking werden die Blicke der Menschen erfasst. Wir sprechen deshalb auch von Blickregistrierung. Man kann unterwegs mit einer sogenannten Eye Tracking Brille erfassen, wo Menschen bei einer Plakatwand hinsehen. Alternativ kann ich auch vor verschiedenen Bildschirmen die Blicke der Menschen erfassen. Die Ergebnisse des Eye-Tracking zeigen mir genau, wann jemand wohin sieht, wie lange er wohin sieht und sind damit ein wichtiger Indikator für die Werbewirkung. Im Usability Lab an der Fachhochschule St. Pölten führen wir auch Biofeedback-Messungen durch. Spezielle Geräte messen hier die körperlichen Reaktionen mit einem Sensor an der Hand. Das Prinzip ist ähnlich wie bei einem Lügendetektor. Damit können wir herausfinden, wie sehr uns zum Beispiel ein Bild aktiviert. Aktivierung meint hier, ob sich im Körper etwas tut, das heißt, eine Erregung stattfindet. Die Ergebnisse beider Methoden helfen uns bei der Evaluierung von Werbung. Wir wissen, wie lange man etwas angesehen hat, wo genau wir hingesehen haben. Wir wissen, ob Emotionen ausgelöst wurden und wir wissen, ob Werbung gefallen hat. Mit diesen Methoden wissen Unternehmen, wie sie Werbung gestalten, damit sie euch gefällt und vor allem auffällt. Im Usability Lab an der Fachhochschule St. Pölten werden diese Methoden regelmäßig angewendet. Beim Jahn Campus wirst du Teil unseres Forschungsteams. Du lernst diese Methoden besser kennen und arbeitest auch damit.